Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Teil Postmortem der NRW bei 18 wieder hier. Und wir sind nun endlich hier oben im Hotel angekommen und schauen uns jetzt hier erstmal um. Und, hier gehen wir wieder. Was, ich kann hier runtergehen? Na scheiße, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Kacke. Oder doch? Was für ein Schwachsinn. Eben ging's nicht und jetzt geht's. Naja, sei es drum. Gut. Das ist der kaputte... Na, Detektiv, sind Sie neugierig? Kommen Sie rein und Sie werden alles erfahren. Bitte? Was? Hat die mich mal eben hier in ihr Zimmer gezerrt, oder was? Ich habe übrigens auch mal, das nochmal gespielt und mein Portier habe andere Antwortmöglichkeiten bekommen. Also das Ergebnis, dass er sagt, Sie schon wieder, verschwinden Sie, das kommt immer wieder. Aber bei den anderen Antwortmöglichkeiten erzählt er uns etwas über Sie. Sie ist eine Hellseherin und sie könnte uns helfen. Sehr interessant aber, dass sie uns jetzt hier wirklich in ihr Zimmer zieht, aber ich will mit ihr gar nicht reden. Ich will mich hier erstmal umgucken. Ich mache nämlich hier mein Spiel und nicht das Spiel, was andere von mir wollen. So, wir haben hier das Zimmer 105. Das Zimmer interessiert mich nicht so sehr. Nicht so sehr. Außerdem ist die Tür abgeschlossen. Oh, scheiße. Lieber Famschröter, es ist die Stimme einer sehr, sehr bekannten Person. Die ist so bekannt, dass ich leider nicht gefunden habe, wie sie heißt. In Dokumentationen oder Reportagen, N24 öfters oder NTV, da spricht diese Stimme halt den Infotext zu dieser Dokumentation, aber wie gesagt, ich habe jetzt leider nicht rausbekommen, wie diese Person heißt. Natürlich ist die Tür abgeschlossen. Natürlich. Naja, der Portier wird mir wohl kaum aufmachen. Ja. Ich muss einen Weg finden, um mich da irgendwie einzuschleichen. Ja, das ist besagtes Zimmer, wo der Mord passiert ist. Okay, und hier gegenüber 506 ist die Hellseherin. Gut, dann sprich. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Inquisitor. Herr Inquisitor. Ich habe jetzt auch mal geguckt, wir haben im Prinzip mal geguckt, was die Dialogführung angeht und da gibt es auch schon große Minuspunkte für dieses Spiel. Erstens, man kann die Dialoge nicht abkürzen. Zweitens, die Dialogfolge ist immer vorgegeben. Das heißt, wir können jetzt hier nicht mal eben sagen, so tschüss, ich habe jetzt keine Lust mehr mit dir zu reden, sondern wir müssen die ganzen Dialoge durchklicken und dass wir immer, je nachdem, was für Antwortmöglichkeiten wir bei bestimmten Personen geben, einen anderen Handlungsstrang haben, sind die Antwortmöglichkeiten dann gegebenenfalls bei anderen Personen nicht darauf abgestimmt. Das war ganz zu Anfang ja das Problem, wo das mit dem, sie kennen mich nicht und dies und das und jenes und ich soll ihre Schwester jetzt finden, wo sie mir eigentlich noch gar nichts zu gesagt hat. Das lag daran, weil wir jetzt normalerweise sie hätten in unsere Wohnung bitten sollen. Da hätte sie uns das alles erzählt und dann hätten wir das gewusst. Dadurch, dass wir das aber nicht gemacht haben, war das so ein bisschen durcheinander. Aber wie gesagt, schauen wir mal, wie sich das so im Spiel entwickelt. Wer hat Ihnen gesagt, dass ich Detektiv bin, Madame? Ich bin Hellseherin. Ich spüre solche Sachen. Das ist alles. Ah ja. Hellseherin, tatsächlich. Was für ein Glück. Ich bin nämlich auch eine. Ich spüre das Leiden, das von Ihnen ausgeht. Eieiei, und das Komische ist, wir haben hier immer eine Vorgabe. Das heißt, irgendwo ist hier immer eine Sache, die wir schon im Voraus hier gewählt haben. Wurden Sie Opfer von... Wurden Sie Opfer von Visionen, Madame? So wie ich. Visionen des Mordes? Des Mordes an den Whites? Junger Mann, Ihr Instinkt spricht aus Ihnen. Sie sind Künstler, nicht wahr? Ich bin auch Kunstmaler. Wünschen Sie, eines meiner Gemälde zu erstehen? Nehmen Sie das hier. Man berichtet, dass er von Napoleon während seines Feldzuges in Ägypten mitgebracht wurde. Er stellt Tod dar, den ägyptischen Gott des Wissens und der Geheimnisse, der Nil-Ibis. Er wird Ihnen bei Ihren Ermittlungen helfen. Ich werde da sein, um Ihnen zu helfen, den Weg zu finden.
Okay, danke. Ich werde mich an Ihre Worte erinnern. Wer weiß, vielleicht brauche ich ja eines Tages Ihre Scharfsicht. Wenn Sie jemanden brauchen, um Sie zu leiten, zögern Sie nicht. Kommen Sie wieder zu mir. Na, vielen Dank, Omi. Kann ich mich hier bei dir umgucken? Umgucken ja, aber mitnehmen wahrscheinlich eher weniger. Okay, und das ganze Zimmer ist irgendwie sehr vollgestellt. Nicht nur, was die Bilder angeht, sondern auch ansonsten sehr vollgestellt. Und sie bleibt natürlich da mitten drin stehen und ja, gut, das war's. So, was, Moment. Hat sie uns denn da jetzt gegeben? Ein magischer Talisman. Und mit dem kommen wir jetzt hier rein, oder was? Ah! Oder auch nicht. Natürlich ist die Tür abgeschlossen. Natürlich. Naja, der Portier wird mir wohl kaum aufmachen. Das weiß ich. Ich muss einen Weg finden, um mich da irgendwie einzuschleichen. Hm. Schön, also... Talisman... Ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier mit dem irgendwie die Tür irgendwie knacken können oder so. Aber dem ist leider nicht so. Vielleicht in ein Nachbarzimmer? Nein, natürlich nicht. Da auch nicht. Da hinten kommen wir gar nicht hin. Gut, das Wägelchen hat auch keine Relevanz. Das Zimmer interessiert mich nicht so. Außerdem ist die Tür abgeschlossen. Außerdem. Na, ich will immer nach unten. So, jetzt. Nein. Das Zimmer interessiert mich nicht so sehr. Aha. Außerdem ist die Tür abgeschlossen. Gut, also die Theorie, über ein Nachbarzimmer darüber zu gehen, ist also auch verworfen. Gut. Dann... Vielleicht? Ne. Sie schon wieder. Ah, er sagt was anderes. Ah. Inwieweit ist Madame Loiseau in diesen Fall verwickelt? Ich verstehe das einfach nicht. Ist sie Zeugin? Wird sie verdächtigt? Kann man ihr trauen? Madame Loiseau ist ein wenig exzentrisch, aber unsere beste Kundin. Sie wohnt hier seit mehreren Jahren. Wer zahlt das? Madame Loiseau, ist die nicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen plemplem? Wenige Menschen würden es wagen, sich damit wichtig zu machen, das Böse zu spüren. Also ich jedenfalls würde das nicht wagen. Unsinn und Aberglaube. Gibt es eine böse Präsenz, dann ist sie menschlich. Der Mensch kann monströs sein. Gut, wenn Sie nichts dagegen haben, die Pflicht ruft. Auf Wiedersehen, Sir. Naja, auf Wiedersehen. Eieieiei. Vielleicht was er was? Monsieur? Ah. Die Polizei hat einen Verdächtigen. Ich habe den Bericht des Kommissars gesehen. Was wissen Sie über den Mann, der den Abend neben dem Fenster verbracht hat? Das stimmt. Er war in der Mordnacht hier. Bis wann blieb dieser Mann hier? Warten Sie, ich erinnere mich. Er kam gegen 20 Uhr, nahm in der Nähe des Fensters Platz und verschwand kurz vor dem Gewitter, gegen 23 Uhr. Da seht ihr's, jetzt haben wir hier die letzte vorgewählt. Und er blieb dort den ganzen Abend allein. Und er blieb dort den ganzen Abend allein? Warten Sie, ich überlege. Ich habe gesehen, wie er einen Augenblick mit Malais sprach. Wer ist denn dieser Malais? Theo Malais. Das ist ein Angestellter des Orphée, ein Faulenzer. Warum ein Taugenichts? Er wettet gern, aber hinterher muss man seine Schulden bezahlen. Ein Teufelskreis. Malais ist ein schräger Typ. Haben Sie bemerkt, ob Malais diesem Mann Geld zugesteckt hat? Nein. Das war der Mann, der Malais Geld gab. Ich erinnere mich, es waren Scheine. Ah ja. Haben Sie die Whites mit diesem Mann gesehen?
Ich habe die Whites niemals gesehen, bei keiner Gelegenheit. Ich kann sie also nicht mit diesem Mann gesehen haben. Also haben diese zwei Männer vielleicht gar nichts mit dem Mord an den Whites zu tun? Tut mir leid, das ist Ihr Fall und nicht meiner. Ich kann Ihnen nur Tatsachen mitteilen, sonst nichts. Können Sie mir eine Beschreibung dieser geheimnisvollen Person geben? Können Sie ihn zeichnen? Also wirklich. Ich beschreibe ihn Ihnen sofort. Er war groß, sehr groß. Ein dicker Schnurrbart, schwarz, in einem ziemlich eckigen Gesicht. Und furchterregende Augen, fast drohend. Ein knallharter Typ. Aha, und das hat er jetzt mitgezeichnet, oder was? Haben Sie gesehen, welche Richtung? Haben Sie gesehen, welche Richtung er beim Rausgehen einschlug? Ich weiß nicht. Von hier aus kann man nicht nach draußen sehen. Gehen Sie zum Orphée. Der Rezeptionist, Petit, weiß es wahrscheinlich. Er hat in jener Nacht Dienst gehabt. Aha! Und Sie wissen, wo ich diesen Mallet finden kann? Mallet ist ständig im Alambique, ein Künstlerbistro im 14. Bezirk. Dort verspielt er seinen ganzen Lohn. Danke. Keine Ursache. Ja, vielen Dank. Also hier, der Kuliginski hier, der scheint mir echt gut zu helfen immer. Sie schon wieder, Sir? Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Na, vielen Dank für nichts. Gut, dann haben wir hoffentlich, jawohl, Frank Dings, Kneipe? Ah ja, woher kommt das denn? Frank Kaufners Büro. Schauen wir mal. Hallo Schatz, schon eine Weile her, dass wir dich gesehen haben. Hä? Berenice, was für eine Überraschung. Hör mal, ich hab's etwas eilig, aber kennst du einen gewissen Mallet? Theo Mallet? Nein. Aber der Wirt bestimmt. Er ist gerade hier. Weißt du, Hulot kennt sie alle. Du bist so charmant wie immer. Danke, Berenice. Nenn mich BB wie alle anderen. Also, ich muss jetzt auch los, Schatz. Die Arbeit ruft. Bis bald, okay? Naja, du kennst ja meine Adresse, also komm vorbei, wenn du Lust hast. Ciao. Okay, soll das jetzt eine... Ciao. Eine Bordsteinschwalbe sein, oder... ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und auch die bewegen sich alle auch so komisch. Das sieht jetzt allerdings auch sehr komisch aus. Das hier ist Fotografik und das hier hinten ist Spielegrafik. Das sieht ja jetzt leider ein wenig scheiße aus. Ach Mann, wieso hat man... Also, ich gewinne. Zeig mal her. Königin und ihre drei Schwestern. Ach nein, machst du das mit Absicht? Ein Dreierpasch. Du verdirbst mir einen Dreierpasch mit Assen. Na, jetzt reicht's. Ich hau ab. Hey, Ilo. Du wirst doch wohl jetzt nicht gehen, gerade wo ich mir deine Kiste ausleihen wollte. Spiel dich nicht so auf, Mallet. Du meinst wohl, weil du bezahlt hast, kannst du hier machen, was du willst. Aber da ist ja MacPherson. Kennen mich alle hier? Hey, MacPherson, komm mal rüber. MacPherson? Wer ist das? Noch ein Amerikaner in Paris, der mittellos ist. Ich stell dich vor. MacPherson, das ist Theo Mallet. Tag. Also, ich lass euch mal allein. Ich muss nämlich arbeiten. Inhaliert er den Rauch oder blickst er den auch wieder? Hallo. Hallo. Ich fange direkt mal an. Ich habe das Gefühl, als hätten wir uns schon einmal gesehen. Waren Sie schon mal in New York? Ach was, ich bin manchmal viel zu zerstreut. Die Jacke, das Orphée. Sie sind Pförtner im Orphée. Wenn Sie sich für den Anzug interessieren, können Sie ihn günstig haben. Ich habe mit der Sache nichts mehr zu tun. Das ist Schnee von gestern. Was, hat er gekündigt? Die Arbeit gefiel Ihnen nicht mehr, obwohl das Orphée doch ein so vornehmes Hotel ist. Sie sind ganz schön neugierig. Interessiert Sie der Job? Bezahlte Ihnen das Hotel nicht genug oder haben Sie eine andere Geldquelle gefunden? Ich bin der Alleinerbe einer alten Tante.
Ich fahre mit dem nächsten Zug in die Bretagne zurück. So, wozu hier Erbschaft zu bekommen? Mord nach. Aha, Sie haben genug Geld verdient. Aha, Sie haben also genug Geld verdient, um sich einen schönen Ruhestand zu gönnen, Ihre gesamten Schulden beim Kellner des Nantes zu begleichen und zu verschwinden. Wer sind Sie überhaupt? Arbeiten Sie für die Bullen oder was? Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Nein. Ich bin vielleicht ein Freund von Hulot, aber ich bin auch Privatdetektiv. Jedenfalls gelegentlich. Mann, oh Mann! Ein Privatdetektiv, ganz für mich allein. Und wer schickt Sie? Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen, Malle. Ich möchte nur mit jemandem erkundigen. Ich stelle die Fragen, Malle. Beschränken Sie sich darum, den Kopf zu nicken, wenn Sie wollen. Wäre schon besser, wenn der Name meiner Kunden geheim bliebe. Sie, er, also ich meine, mein Kunde, wünscht nicht, dass diese Geschichte begonnen hat. Nur mit jemandem erkundigen, den Sie schon mal getroffen haben. Ich bin nicht hier, um Ihnen Ärger zu machen, Malay. Ich möchte mich nur nach jemandem erkundigen, den Sie schon einmal getroffen haben. Das ist alles. Wirklich? Was für eine angenehme Überraschung. Ein Privatdetektiv, der mich braucht. Was wollen Sie wissen? Eieiei. Also vor ein paar Tagen ist dem Orphée etwas passiert, was eher... mehr als ein bedauerlicher Zwischenfall war. Sie wissen wahrscheinlich, dass dort ein amerikanisches Ehepaar tot aufgefunden wurde. Ermordet. Aus sicheren Quellen weiß ich, dass Sie an diesem Abend Dienst hatten und dass Sie nebenan im Café Nantes mit einer verdächtigen Person ein Glas getrunken haben. Vielleicht sogar mit dem Mörder höchstpersönlich. Erinnern Sie sich? Finden Sie einen anderen. Ich habe Ihnen nichts dazu zu sagen. Na super. Sie behaupten, Sie hätten im Café in der Mordnacht nie einen schnauzbärtigen Mann getroffen. Aber mir hat man das genaue Gegenteil erzählt. Höre ich richtig? Ich soll ein Lügner sein? Der Lügner wünscht Ihnen einen guten Tag. Grüßen Sie zu Hause. Na, vielen Dank auch. Was kann ich hier sonst noch machen? Ach, guck mal, wie billig. Jetzt habe ich so die Grafik gelobt. Das ist doch fürchterlich. Ach. Gus McPherson, eine Ewigkeit, die man dich nicht mehr gesehen hat, du Künstler. Ja, der Pinsel gegen die Lupe. Eieiei. Ist das jetzt hier der Vorschlag, immer das Richtige zu nehmen, oder? Ich habe meine Pinsel gegen die Lupe von Sherlock Holmes eingetauscht. Ein Fall, Hulot. Eine richtige Ermittlung. Mit Toten und mit allem drum und dran. Und ich dachte, du wärst eine ehrliche Haut geworden. Was hat das denn zu heißen hier? Hulot, ich habe ein kleines Problem. Ein Schloss und ich habe den Schlüssel verloren. Wüsstest du vielleicht einen Weg, wie ich das aufkriegen kann, ohne es zu beschädigen? Und so wird man plötzlich zum Bankräuber. Und dann noch ein bisschen Dynamit dazu. Mal ernsthaft, McPherson, warum sollte ich mit solchen Sachen herumlaufen? Sehe ich aus wie ein Eisenwarenhändler? Naja, hier, weißt du, es geht um einen schrägen Kur. Es ist ein Freund, der Hilfe braucht. Und du, Hulot, du arbeitest immer noch 20 Tage lang Däumchen drehen, Kneipe zu haben. Länger belästigen, Hulot. Trotzdem, man kann... Trotzdem, Hulot. Ganz Paris erzählt, dass du der Einzige bist, der in solchen Notfällen helfen kann. Du weißt schon, was ich meine. Du hast einen Ruf. Und der reicht weit. McPherson, du scheinst wohl zu vergessen, dass ich dir schon öfter aus der Patsche geholfen habe. Lass mich ein bisschen in Ruhe, bitte. Warum? Mach dir keine Sorgen. Gib mir einfach das, was ich brauche, und dann reden wir nicht mehr davon. Keiner wird davon je etwas erfahren. Keiner. Tja, ich möchte dir gern helfen, aber als Gegenleistung musst du mir einen kleinen Gefallen tun. Ein kleiner Job, nichts Verwerfliches, keine Sorge. Ich weiß, dass du das Zeug dazu hast.
Das hier ist eine Fälschung eines Gemäldes und da ist das Original. Kannst du irgendwelche Unterschiede erkennen? Ich wollte gerade sagen, holt er das jetzt noch oder was soll das? Ja, was soll ich denn jetzt? Ich sehe das Bild doch gar nicht. Und du arbeitest immer noch als wahnsinniger Tag. Ja, das meinte ich jetzt zum Beispiel. Wenn wir das jetzt hier angeben, er hat uns jetzt nach einem Bild gefragt und wir fangen auf einmal mit einem ganz anderen Thema an. Das passt nicht in den Kontext. Es geht nicht darum, keine Beziehung in Frage zu stellen, aber dieser Malé, kennst du ihn? Ja, wir zum Beispiel. Er hat uns nach dem Unterschied der Bilder gefragt und wir fragen ihn jetzt was ganz was anderes. Weißt du, es geht mir gar nicht darum, deine Beziehungen in Frage zu stellen, aber... Dieser Malé, kennst du den gut? Er ist mal hier, mal da, aber ich habe meine Prinzipien. Das Berufsgeheimnis, das ist heilig. Lass doch mal deine Überzeugungen sausen, Ülo. Dieser Malé, ich muss unbedingt herausfinden, ob er der Mann ist, den ich suche. Der ist doch Portier in einem feinen Hotel im 8. Bezirk, im Orphée, oder? Du sprichst verdammt gut Französisch, McPherson. Frag Malé doch selbst, was er für einen Job macht. Ich will mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Na super. Wenn du ihn gut kennst, muss dir doch aufgefallen sein, dass sich was geändert hat. Der steckt anscheinend in irgendeiner Sache. Geld. Nicht ganz sauber. Also du bist die reinste Klette, McPherson. Ich sag's dir und du lässt mich in Ruhe, okay? Er sagt, er habe eine schöne Stange Geld geerbt. Alles andere interessiert mich nicht. Aha! Naja, also viel hilfst du mir ja nicht gerade, Ülo. Aber ich verstehe, man will ja keine Geheimnisse lüften, die zu kompromittierend sind. Ich weiß! Ich weiß! Auch die Gestikulation, die Immatrikulation, es ist zum Heulen. Es ist echt zum Heulen. Ja, das ist doch hier... Käse ist das! Das ist noch ein Raum. Aber, oh, der hat's schon hinter sich. Aber nett, dass das hier so verwinkelt ist. Gefällt mir. Wenn hier auch irgendwie, naja, niemand wirklich irgendwie anklickbar ist. Aber, Freunde, ich würde sagen, die Zeit ist mal wieder erreicht und, ja. Dann machen wir hier im nächsten Teil weiter und dann mal schauen, was uns hier noch alles so an Informationen vor die Nase läuft. Und dann machen wir weiter. Macht es gut, bis dahin, NRW bei 18, adieu.